Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und damit auch herzlich willkommen im Jahr 2015. Diese Bilder, die erinnert man ja noch vom Ende des letzten Jahres vielleicht. Da habe ich ja den Volvo L350F aus der Technikserie von Lego ausgepackt und inzwischen habe ich ihn auch gebaut. Nochmal zur Erinnerung, es sind 1636 Teile für knapp 220 Euro, erschienen 2014 und da sind wir jetzt auch wieder in Farbe. Und wenn man dann so 8-9 Stunden gebastelt hat, dann steht er hoffentlich in dieser Form vor einem. Teilweise gibt es ihn inzwischen übrigens auch günstiger. Also wenn man mal ein bisschen guckt, dürfte man ihn vielleicht auch schon so für 180 Euro bekommen. Wenn man Glück hat, auch noch ein bisschen günstiger. Und wir sehen hier schon viel Lego-Technik drin. Alle Lego-Technik-Elemente fast, die man so kennt, sind da irgendwie drin verbaut. Und das erkennt man vielleicht auch schon, er ist ziemlich massiv. Hat so ein Geländer zum Beispiel, hat hier auch ein Cockpit mit einem relativ kleinen Lenkrad. Naja, gut, damit will man ja auch im Zweifel nicht lenken. Hier haben wir sogar so Rückspiegel. Da ist allerdings nichts, was spiegelt. Das ist einfach so matt draufgeklebt, wie sowieso die ganzen Sachen, die drauf sind, nur draufgeklebt sind. Es sind also nur Aufkleber, keine gedruckten Sachen leider dabei. Das ist ein bisschen schade. Naja, irgendwas ist ja bekanntlich immer. Da sieht man zum Beispiel Volvo. Und die haben wohl auch bei der Entwicklung dieses Modells entsprechend mitgearbeitet. Das, was wir da jetzt links sehen, diese beiden Huckel, das sind die Infrarotempfänger. Na, bitte nicht mit den Füßen drauf. Ja, okay. Wo dann die vier Motoren dran angeschlossen werden, damit sie dann auch entsprechend gesteuert werden können. Hier ist noch so ein kleiner Auspuff, der einfach so irgendwie drangehängt ist. Und da geht das Geländer dann weiter. Dann gucken wir nochmal ein bisschen weiter nach unten. Hier ist so ein kleiner Tritt zum Beispiel. Und riesige Räder, die wir vorn und hinten erkennen. Und dann hinten auch noch so ein Stoßfänger. Hier auch natürlich alles entsprechend im Volvo gelb gehalten. Ja, Lego Group, damit man auch weiß, von wem das Ganze hergestellt ist, wer es immer noch nicht mitbekommen hat. Ja, vorne die gleichen Räder, auch wirklich voluminös. Hier noch so Schmutzfänger bzw. Schutzklappen. Und dann hier geht es nach oben, so angedeutete Lämpchen haben wir links und rechts noch so rausragend. Aber das Zentrale ist natürlich hier diese Hubelemente, die dann mit dem Motor verbunden sind. Da vorne sehen wir einen, vier insgesamt sind verbaut. Da erkennen wir auch die Zahnräder, die dann die entsprechenden Hubelemente drehen, sodass also nach vorne oder nach hinten dann diese Elemente rein- und rausfahren können. Da sehen wir vorne dann die Schaufel. Auch da sind ein paar Aufkleber drauf. Ansonsten soll diese Schaufel wohl nach Aussage von Lego das bisher größte Lego-Element, Lego-Technik-Element sein, was auf den Markt gekommen ist. Ja, kann ich jetzt nicht wirklich vergleichen, aber groß ist es auf jeden Fall, die Schaufel. Ja, jetzt gucken wir nochmal von der anderen Seite. Da ist jetzt nichts überraschend Neues dazugekommen, außer vielleicht diese Leiter, die es ermöglicht, dass der Fahrer dann natürlich auch hochsteigen kann. Die ist allerdings jetzt nicht im normalen Lego-Minifiguren-Größe dort. Das ist nicht maßstabsgerecht dazu. Da sehen wir hier unsere Minifigur. Die guckt doch etwas verloren die Treppe hoch. Das ist dann schon sportlich, da hoch zu kraxeln. Da braucht man im Zweifel dann sogar noch ein Sauerstoffgerät. So, dann schauen wir nochmal von hinten rein. Da haben wir wieder das Cockpit, da wieder die entsprechenden Empfänger, die Infrarotempfänger, die dann die Steuerung ermöglichen. Ansonsten also von der Seite nicht viel Neues. Dafür hinten, da haben wir nämlich die Möglichkeit, hier unten den Stromanschluss uns mal anzugucken. Da ist die Batterie drin. Das sehen wir nachher auch nochmal, wie die wieder ausgebaut wird. Da muss man hier und da ein bisschen was drücken und ziehen. Und wir können hinten sogar aufmachen und dann sehen wir den Motor, der sich dann auch entsprechend bewegen wird, wenn wir denn vor- und zurückfahren. Auch das sehen wir gleich nochmal genauer mit sogar so einem entsprechenden Drehrad, das dann da dreht. Aber auch die Kolben, die hoch und runter fahren, im schönen Grün gehalten. Ja, von vorne haben wir es ja gerade eben schon gesehen. Deswegen, jetzt wollen wir natürlich sehen, was passiert, wenn wir ein bisschen Stoff drauf geben, sprich Energie, sprich Strom. Also Klappe zu hinten, das Ganze positioniert und die Fernbedienung entsprechend gleich mal rausgeholt, um dann auch zu sehen, was passiert. So, Motor vorne einschalten, nach links oder rechts, ist egal. Dann Hauptsache, es leuchtet grün. So, nochmal richtig stellen, damit er uns nicht gleich hier abhaut. Und dann nehmen wir uns jetzt mal die Fernbedienung. Die ist zusammengesetzt aus zwei einfachen Infrarot-Fernbedienungen, die immer nur vorwärts, rückwärts können. Das ist also keine, wie zum Beispiel bei der Eisenbahn, die es ermöglicht, dann auch stufenmäßig was einzustellen. Das hat einen kleinen Nachteil, das sehen wir dann nachher auch. Da gab es ein paar Tipps auch von Zuschauern der Klemmbaustein-Lyrik, was man da vielleicht verbessern kann. So, jetzt mit dem linken sehen wir schon mal, können wir vor- und zurückfahren. Aber so nur mit einer Geschwindigkeit. Mit dem nächsten können wir dann kippen.
Das sehen wir hier. Die große Schaufel. Die riesig große Schaufel, die ich glaube ich schon erwähnte. Dann das nächste ist, dass wir die Schaufel hoch und runter fahren können. Jetzt nichts für den Hektiker unter den Zuschauern, aber sie fährt hoch und runter. Und da können wir jetzt noch steuern, aber auch nur in Vollausschlag nach links oder rechts. Da haben wir noch ein kleines Rad daran montiert. Das geht also eigentlich sanfter. Das sehen wir mit der anderen Fernbedienung nachher schon, weil da ist eigentlich ein Servomotor drin, der auch mehrere Stufen kann. Aber ist es so erstmal eingestellt, dass er nur auf Vollausschlag links und rechts dann entsprechend sich drehen kann. Ja, für die schnellen Wendemanöver zwischendurch sicherlich richtig, aber fürs Filigrane durch Zimmerkurven vielleicht dann doch mit der anderen Fernbedienung besser. Wie gesagt, schauen wir uns gleich nochmal an. So, jetzt fahren wir das Ganze mal runter und jetzt zeigen wir noch ein bisschen was Spektakuläres. Jetzt fahren wir hier mal auf Maximum und schon hebt er sogar den gesamten Fahrzeugsbau dann in die Höhe. Ja, sieht man, ein bisschen Wumms ist da schon hinter. Jetzt gucken wir uns die einzelnen Motoren mal an. Vorne, das ist jetzt der Motor, der also dafür da ist, dass gekippt wird. Da sehen wir auch verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen. Unten dazu den gehörigen Motor. Und dann fährt dann, sieht man hier in diesen Kolben, das Ganze vor und zurück. Und dadurch entsteht dieser Kippmechanismus. Ja, also hier noch eindeutig zu erkennen, wie das Ganze denn funktioniert. Ja, okay. Also nichts Überraschendes, aber schön trotzdem. Dann gucken wir uns das nächste an. Das ist dann das Hebeelement. Da haben wir gleich zwei, die links und rechts das entsprechend machen, die Zahnräder bzw. die Kolben. Es ist aber nur ein Motor, der damit dann verbunden ist. Der Mechanismus ist sozusagen der gleiche, wie wir hier sehen. Ne? Also es dreht und auch da fährt der Kolben da rein oder raus und dadurch hebt sich das Ganze oder senkt. Nur, dass wir hier eben dann auf beiden Seiten diese Kolben haben. Da ist der nochmal auf der rechten Seite. Ne? In Ermangelung einer Hebebühne haben wir jetzt den Wagen einfach mal auf den Kopf gesetzt. Und da sehen wir, wie er jetzt nach vorn und nach hinten fährt. Das geht irgendwie noch nicht so ganz rund bei mir. Vielleicht habe ich da irgendwo was, einen kleinen Fehler gemacht. Weiß ich nicht. Aber er fährt auf jeden Fall. Und zwar, wie wir hier sehen, theoretisch mit Vierradantrieb. Alle vier Räder werden vom Motor entsprechend angetrieben. Hier über diese Mittelachse. Und da ist durchaus ein etwas kräftigerer Motor dann auch dahinter. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. So, kann man auch erstmal ein bisschen zugucken und überlegen, wie es denn wohl wirklich funktioniert. Und da sehen wir jetzt die Steuerung, die eben nur in diesem Modus dann jetzt eben auf Vollausschlag geht. Da sieht man nicht so richtig, wie es funktioniert. Hinten da sieht man, wie er dann an diesen entsprechenden Elementen zieht in die eine Richtung oder in die andere und dadurch dann eben diesen Dreheffekt erzeugt. Und jetzt wollen wir uns ja nochmal angucken. Da ist er nämlich der Motor, der dann eben auch noch gleichzeitig da angeschlossen ist und nicht nur dieses Rad hinten bewegt, sondern eben auch die Kolben hoch und runter fahren lässt. Hat man bei vielen Technikmodellen ja schon so gesehen, aber hier ist es nochmal besonders groß. Einen solchen großen Motorblock, den sieht man auch nicht alle Tage bei Lego. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass er hier nicht einfach vom Tisch runterfährt. Unter anderem der Zuschauer Sven hat mich darauf hingewiesen, dass es mit dieser Eisenbahnfernbedienung eigentlich viel besser funktioniert, das Ganze. Und tatsächlich haben wir da eben, da das 7 Stufen sind, die ich hier einstellen kann, viel mehr Möglichkeiten, hier das Modell dann entsprechend zu kontrollieren. Welche Geschwindigkeit wir geben wollen oder ob wir ganz langsam fahren wollen, ob wir einfach abrupt halten wollen, das lässt sich damit deutlich angenehmer auch steuern. Ne? Jetzt können wir hier so einen Schleichgang zum Beispiel eingehen. Mit dem anderen können wir dann hier einfach, da brauchen wir jetzt die Geschwindigkeit vielleicht nicht, aber wir können ja einfach den Kanal auch wechseln und dann haben wir auch die anderen Steuerungen und dann sehen wir auch, dann können wir nicht nur hier hoch und runter fahren, sondern insbesondere auch die Steuerung links, rechts, da ganz in einzelnen Elementen sozusagen vornehmen und einfach durch Drücken auf die rote Taste, wie gerade eben, dann den Geradeausgang wieder aktivieren. Also damit lässt sich es deutlich angenehmer steuern. Schade, dass Lego das nicht von selbst so schon gleich mitgeliefert hat. Da verschenkt man ein bisschen was. Hier sehen wir jetzt, wie wir die Batterie ausbauen. Da müssen wir drei solche Elemente entfernen, so sperren. Und schon können wir sie einfach rausziehen und die Batterien dann entsprechend wechseln. Wie lange sie halten, kann ich noch nicht sagen. So viel habe ich damit noch nicht rumgespielt. Auf jeden Fall halten sie einige Stunden. Das kann ich schon mal berichten. So. Ein paar Fehler habe ich auch noch gemacht. Hier habe ich zum Beispiel vorher mal beim Bauen vergessen, dieses untere Zahnrad einzubauen. Dann lief natürlich gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil da kann man schon etwas länger rumfuchteln und fummeln, bis man dann solche Elemente da irgendwie wieder reinbekommen hat. Insbesondere, wenn man es eben zu spät merkt. Oder auch hier dieses Element, da hatte ich auch erst einen Fehler gemacht. Da hatte ich ein etwas kleineres
Eckelement dann verwendet. Und da muss ich dann auch nochmal eine halbe Stunde wieder alles auseinandernehmen, wieder reinfriemeln. Nun ja, nicht? Also aufpassen, das wollte ich damit nur sagen beim Bauen. Und vielleicht mal testen, ob denn die entsprechenden Mechanismen auch funktionieren. Hier sehen wir jetzt den Unimog mal parallel dazu. Den finde ich persönlich ja noch ein bisschen schicker. Nicht nur, weil er jetzt orange gehalten ist, sondern auch, weil er ja eine pneumatische Steuerung hat. Das ist irgendwie noch ein bisschen pfiffiger. Auch wenn ich mit dem Teil jetzt nicht nach vorne und hinten fahren kann. Der Motor fehlt, aber ich finde es irgendwie... Ja, den Unimog hat es mir mehr angetan. Da sehen wir auch schon, das Cockpit sieht deutlich interessanter aus. Das ist bei dem Volvo eher spartanisch. Aber nun wollen wir den Radlader auch mal in Aktion sehen, was so ein Radlader natürlich machen soll. Der soll mit seiner Schaufel was einsammeln. Dafür habe ich jetzt hier mal die Überreste des Lego Star Wars Adventskalender ausgekippt. Und jetzt wird Maß genommen. Man fährt dementsprechend die Schaufel runter, sodass sie auch plan aufsetzt. Und dann mit Schmackes in den Lego-Haufen rein. Mal sehen, ob ich mir damit das Aufräumen demnächst dann sparen kann. So, jetzt zack, komm rein und... Drin ist er. Naja, ein bisschen was hat er auf die Schaufel genommen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hochfahren. Nee, bitte die andere Seite. Nee, auch nicht. Ja, genau, so soll es doch sein. Und immerhin, gut, zwei Elemente hat er genommen. Und die könnten wir jetzt irgendwie wegfahren. Man soll damit, glaube ich, nicht großartig jetzt hoffen, den Haushalt entsprechend zu revolutionieren. Man kann zumindest ein bisschen Spaß damit haben. So, können wir jetzt auch wieder auskippen. Das hätten wir jetzt auch mechanisch hingekriegt. Aber so ist es auf jeden Fall irgendwie cooler. Wenn wir wollen, können wir das Ganze auch nochmal wieder auseinandernehmen. Und dann haben wir keinen Radlader, sondern im Internet gibt es dann dazu noch eine Anleitung. Dann machen wir daraus einen Kipplaster, den A25F. Die entsprechenden Aufkleber sind auch dabei. Hier, die unteren habe ich jetzt entsprechend aufgeklebt. Das waren die eben von unserem jetzt hier gerade präsentierten Modell. Und wie gesagt, den Kipplaster, den kann man dann entsprechend sich dann auch nochmal daraus zusammenstellen. Fand ich jetzt allerdings nicht so schick, auf den Fotos zumindest. Da sieht man schon, bitte auf dem Wohnzimmer spielen und nicht im Garten. Das ist also nicht wohl geländegängig. Ansonsten die Anleitung eben, hatte ich ja schon bei dem Unboxing-Video gezeigt, ein ziemlicher Klopper. Da ist man auch lange dran. Also ich sage ja schon, so 8-9 Stunden kann man mindestens da schon einplanen. Plus dann vielleicht noch die Zeit, wenn man merkt, oh, da habe ich doch mal einen kleinen Fehler gemacht, das Ganze dann wieder irgendwie zu versuchen, irgendwie reinzuklemmen oder bestimmte Elemente wieder auszutauschen. Das ist dann manchmal etwas ärgerlich und kann ein bisschen Aufwand dann auch bedeuten. Man muss auch schon genau hingucken. Gott sei Dank sind eben die einzelnen verwechselbaren Elemente immer nochmal abgedruckt. Die kann man theoretisch dann auch drauflegen, damit man auch sieht, ob es wirklich die richtige Länge hat. Und man muss auch schon genau hingucken, wo man bestimmte Teile dann einbaut. Insbesondere, wenn das dann so gegen das Ende zugeht. Hier erkennen wir dann auch, wie dann die Fernbedienung bedient werden soll. Das ist dann auch noch dabei. Und dann können wir eben entsprechend jetzt mal langsam zum Fazit kommen. Ja, ein schönes Modell ist es auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Fazit. Schön gelb, viel Volvo drauf und eine große Schnauze hat er auch noch. 8-9 Stunden Bauspaß sind gewährt und die machen auch wirklich Laune. Und wenn es dann auch tatsächlich läuft, dann ist durchaus ein wenig Stolz auch angebracht. Dafür muss man allerdings auch ganz gut in die Tasche greifen. Was sozusagen das Blöde und Schicksalhafte hier für unseren Volvo ist, ist schlichtweg, dass es Besseres gibt, nämlich der Unimog. Der hat mir deutlich nochmal mehr Spaß gemacht. Da ist die Pneumatik drin, das ist was Neues gewesen. Hier, da ist es eben Standard-Lego-Technik, insbesondere mit Radkränzen und mit normalen Motoren. Und na gut, dafür kann er vor- und zurückfahren und wenden. Das hat natürlich auch was und er hat mehr Motoren, aber ja, der Unimog, den fand ich irgendwie noch pfiffiger. Heute, neues Jahr, neues Glück, gibt es zum ersten Mal was es bisher in der Klemmbaustein-Lyrik noch nicht gab, nämlich eine Note. Da wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Weil es ja schon mal Lego ist, ist es per se schon mal gut. Also 5 sowieso dafür. Bis 10 gehen die Noten, die ich hier vergebe. Und ich gebe dem Ganzen eine 8. Gemessen daran, dass der Unimog mindestens eine 9,5 hat. Ja, also immerhin nichts Schlechtes. Und wer dann den Bauspaß genießen möchte, der möge das auch tun. Ansonsten kann man sich ja auch erstmal noch den Unimog gönnen und dann hier zukommen. Also die Welt der Lego-Steine ist doch offen. Das war's für heute dann mit einem großen Modell. Nächstes Mal vielleicht wieder was Kleineres. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin alles Gute und tschüss.